Das Flaggschiff des ZDF, das Heute-Journal, sucht dringend eine Frau. Grund, alte Säcke wie den hier, den oder den will keiner mehr sehen. Und weil das ZDF dringend eine kompetente und attraktive Nachrichtensprecherin braucht, hat Intendant Dr. Dieter Stolte diese flotte Stellenanzeige geschaltet. Das ZDF sucht eine Nachrichtenmoderatorin. Sie sind jung und brauchen das Geld. Sie haben Erfahrung im Umgang mit der Kamera, sind interessiert an Nachrichten, können Kaffee kochen und das, was der Niemetz kann, können Sie schon lange. Dann schicken Sie Ihre Bewerbung an das ZDF. Stichwort Nachrichtenische. 55 111 Mainz. Schon einen Tag später trafen die ersten Bewerbungen beim ZDF ein. Hier Bewerber Nummer 1. Sehr geehrte Damen und Herren, ich nehme Bezug auf Ihre Stellenanzeige und möchte mich hiermit bewerben. Ich könnte mir eine Arbeit in Ihrer schönen Anstalt sehr gut vorstellen. Immerhin bringe ich eine Menge an Qualifikationen mit. Allerdings stelle ich folgende Bedingungen. Erstens, mein Mann und Manager Thomas Gericke, im folgenden Mütze genannt, liest das Wetter. Zweitens, ich koche nur für Mütze-Kaffee. Drittens, Mütze darf nur von mir Mütze genannt werden. Viertens, Nachrichten, die das Wort Mütze enthalten oder sich auf Mütze reimen, werden nicht vorgelesen. Als da wären Scharmützel, Politik-Schlagzeilen wie Scharping ist eine Schlafmütze oder, oben bereits angeführt, auf Mütze reimende Wörter wie Bütze, Hitze, Grütze, Witze. Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen. Mit freundlichen Grüßen, Susan Starnke. Susan Starnke wurde verständlicherweise abgelehnt. In einem Bewerbungsschreiben folgende mit T zu schreiben, war für das ZDF ein zu dicker Klops. Bis spät in die Nacht studiert der rüstige Programmzausel die Flut an Zuschriften. Ab und an hört man auf dem Mainzer Lerchenberg stolzes, gellendes Lachen, denn es gab auch lustige Bewerbungen. Zum Beispiel die von Sabine Christiansen. Sie schickte eine Flaschenpost und ihren Lieblingsschlüpfer. Jenny Elvers wollte besonders originell sein und schickte eine Besetzungscouch. Und Czerno Jobatai steckte seine Zeugnisse in ein paar alte Turnschuhe. Hier ein weiteres Bewerbungsschreiben. Sehr geehrter Herr Dr. Stolte, ich will hier raus. Ich sitze seit einigen Jahren in einer 50 Quadratmeter Dachgeschosswohnung in Hannover fest und möchte endlich raus in die schöne große weite Welt. Also, auf nach Mainz! Aufgrund meiner langjährigen Erfahrung als Journalistin bringe ich die notwendige Qualifikation mit. Eine Tätigkeit als Moderatorin hätte für mich auch zum Vorteil, zumindest in den Beiträgen und Reportagen mal wieder meinen Mann Gerd zu Gesicht zu bekommen. Es würde mich sehr freuen, von Ihnen zu hören, Ihre Doris Schröder-Köpf. Tja, Frau Schröder-Köpf, leider Pech gehabt, denn Intendant Stolte hatte keine Lust, beim Umzug zu helfen. Tagelang kämpfte sich Professor Dr. Stolte durch Berge von Bewerbungen, doch leider nichts Brauchbares dabei. Auch diese Bewerberin fiel durch. Sehr geehrter Herr Dr. Stolte, mein Name ist Uwe Hübner, der mit der Sendung da bei Ihnen, wo so lustige Sänger auftreten. Erinnern Sie sich noch? Ich würde gern als Nachrichtenmoderatorin des Heute-Journals arbeiten. Ich moderiere aber auch gern was anderes. Habe ich bereits erwähnt, dass ich auch Kabel tragen kann? Wäre doch schön, wenn das klappen würde. Mit freundlichen Grüßen, Uwe Hübner. Schade, Frau Hübner. Außer Spesen nichts gewesen. Was nützt die schönste Gesichtsfotze, wenn Sie an der falschen Stelle sind? Herr Dr. Stolte, machen Sie hinne. Und an Sie, meine Damen, schreiben Sie doch mal wieder. Und zwar an das ZDF, Stichwort Nachrichtenische, 55 111 Mainz. Viel Glück!